Das gibt's doch gar nicht. Das sind doch Köster und Kirschneck. Die beiden sympathischen Brillen wären aus der Elf-Freunde-Redaktion. Und wir sind quasi heute in lokalpatriotischer Absicht unterwegs. Denn unser Heimatverein Arminia Bielefeld wird 111 Jahre und veranstaltet am 4. Juni was? Ein großes Open Air zum Geburtstag. Ja, und wo? Auf der Alm. Auf der Bielefelder Alm. Oder wie die jungen Leute inzwischen sagen, Schüko Arena. Und es kommen jede Menge Bands, also renommierte Bands. Sehr renommierte Bands, ja. Also die Fantastischen Vier. Wirtz. Boss Hoss. Und Chantalica. Genau, Jamie Lee. Ist das die vom Grand Prix? Ich glaube. Ja, da glaube ich mal auch, mit dir mit. Und das Schöne ist, immer wenn es Umbaupausen gibt, moderieren Herr Kirschneck und ich quasi rund um das große Thema 111 Jahre Arminia drumherum. Werden sicherlich ganz tolle Arminen begrüßen dürfen und werden wahrscheinlich auch ein paar Quizfragen ans Publikum stellen. Zum Beispiel, um mal Herrn Kirschneck zu testen, der auch mal eine Chronik über Arminia Bielefeld geschrieben hat. Wie hieß denn der erste Nationalspieler von Arminia? Walter Kloss-Oehler. Warum heißt die Alm? Weil sie am Anfang eine Kuhwiese war, bevor sie ein Stadion wurde. Und gegen wen spielte Arminia Bielefeld 1988 das allerletzte Zweitligaspiel, bevor sie abstiegen und unter Ernst Middenhoff dann wieder hochkam? Jetzt hast du mich. Ja, da ist er! Das war der Moment, vor dem ich Angst hatte, verdammt nochmal. Ja, das war nicht Saarbrücken, ne? Doch. Ja, da hat er einmal versucht und gleich ins Schwarze getroffen, Herr Kirschneck. Mehr Glück als Verstand. Wir freuen uns auf den 4. Juni. Sehr. Da wird Herr Kirschneck moderieren und ich werde moderieren. Und dazwischen gibt es Musik und ohnehin jede Menge Spaß. Also besorgt euch Tickets, freut euch wie uns auf den 111. Geburtstag und auf viele weitere erfolgreiche Jahre mit Arminia Bielefeld und den beiden sympathischen Brillenbären. Es wird wunderbar.